Praktikumsbericht. Heute ist der alljährliche Betriebsausflug. Laut einem Seminar an der Uni über Führungsqualitäten sollte ein Betriebsausflug so außergewöhnlich sein, wie die Menschen, die daran teilnehmen. Scheiße, Verdammte! Immer dasselbe, wo steckt denn die Saubande wieder? Ah. Ah, warte mal, da war doch noch was. Ah, was war das? Ja, wo ist denn eigentlich der Opa? Gehört der nicht auch mit zum Team? Hör mir bloß mit dem Kerl auf, so. Kannst du überhaupt eine Kugel gerade über die Bahn schieben? Ich war jahrelang im Kegelverein. Mal Jochen, die Spassimacken von den Kampmann sind auch schon da. Männer, da... Effendim, Hülya, Liebes, schön, dass du anrufst. Nein, natürlich habe ich das nicht vergessen. Ich bin nur noch mal los, weil ich was besorgen wollte. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil es eine Überraschung werden soll. Ja, sicher bin ich um 8 Uhr zu Hause, habe ich doch gesagt. Tamam, öptüm. 8 Uhr? Sag mal, hast du sie noch alle auf dem Zaun oder was? Jochen, weißt du, was heute für ein Tag ist? Ja, sicher weiß ich, was heute für ein Tag ist. Heute ist der Tag der Abrechnung. Was meinst du, wofür ich hier schon seit einem Jahr trainiere? Ja, heute ist auch Hüllias und mein Hochzeitstag. Und wenn ich um 8 Uhr nicht zu Hause bin, dann ist tatsächlich Tag der Abrechnung. Außerdem brauche ich noch ein Geschenk. Ich weiß noch nicht was. Mann, Mehmet, wofür zahlen wir hier jede Woche unseren Fünfer in der Mannschaftskasse? Damit wir heute mal die Chance hier haben, unsere Ehre wiederherzustellen. Also regelrecht auch die Malocha-Ehre. Och Mensch, Kalle, sag doch auch mal was. Was soll ich denn dazu sagen, Jochen? Ja, dieser Mann hat ständig Ärger mit seiner Frau, ja. Weißt du was? Geh du jetzt mal bitte nach der Rezeption hin, mach das da mit der Anmeldung klar. Und wir gehen jetzt erstmal an eine Bar und trinken uns ein bisschen warm für eine ruhige Hand. Professor, jetzt komm! Proleten, wo habt ihr denn noch einen Opa gelassen oder liegt er schon längst zugenagelt in der Kiste, da wo er hingehört? So, und wie heißt ihr Verein? Wir sind die Abräumer vom Bau.
Aha, Sie sind das. Ich bin neu hier. Wo ist denn die legendäre Donnerkugel? Ah, der Opa. Bekannt hat immer so. Die Knochen. Schade, hier erzählt man sicher die tollsten Geschichten. Naja, das macht 250 Euro. Was? Für jeden Teilnehmer eine Startgebühr von 50 Euro. Aber gute Frau, wir sind doch nur vier. Die Regeln besagen, dass ein Team aus 5 Leuten bestehen muss. Und wenn sie nur zu viert sind, muss einer eben zweimal ran. Aber bezahlt wird für 5. Naja, muss ja auch alles seine Richtigkeit haben, ne? Genau. Oh, jetzt hab ich doch mein Portemonnaie vergessen. Im Lexus. Wissen Sie was? Füllen Sie das doch bitte schon mal aus. Ich gehe zum Wagen, hole das Geld, bin sofort zurück. Aber bitte sofort, denn ich darf Sie offiziell überhaupt nicht starten lassen. Gute Frau, offiziell darf ich Sie doch auch gar nicht warten lassen, oder? Worum geht's denn hier eigentlich? Das ist eine lange Geschichte. Wir wurden einst ehrfürchtig die Abräumer vom Bau genannt. Seit Einführung des Siegerlandstern-Master-Kegelturniers Anno 1984 haben wir jedes Jahr gewonnen. Und? Naja, bis auf letztes Jahr. Da tauchten diese Lackaffen von der Spedition Kampmann zum ersten Mal auf. Eigentlich eine klare Sache. Die Kampmänner gegen die Abräumer vom Bauer. Wir lagen zwar im entscheidenden Spiel gleich auf, aber wir hatten den letzten Wurf. Uns fehlte nur noch ein Punkt zum Sieg. Einer. Und? Naja, damals war der Opa noch bei uns dabei. Der Mann war eine lebende Legende, das sag ich dir. Man nannte ihn die Donnerkugel. Tja, aber irgendwann ist die Zeit gekommen, wo eine Legende auch nur noch eine Legende ist. Und darum sind wir heute hier, um den Pokal wieder mit nach Hause zu nehmen, wo er hingehört. In unsere Baubude. Als Zeichen unserer Männerfreundschaft. Die nichts, aber auch gar nichts zerstören kann. Effendim. Hülya, Liebes, schön, dass du anrufst. Natürlich bin ich zeitig zu Hause. Evetatlum, ja? Tamam. Sag mal, was ist denn mit eurem Türken los? Ruft er jetzt seine Brüder an, oder was? Ich bin verrückt nach dir. Ich finde dich so geil. Nächste Woche, da bin ich wieder in der Stadt. Du weißt ja, wie du mich erreichst. Ich weiß. Dann mach's mal gut, mein Großer. Hallo, Hallöchen, der Herr Stadtrat. Ach. Was machen Sie denn hier? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Wir haben hier eine Tagung. Oh. Tagung der offenen Tür, wa? Wissen Sie auch, was ich meine? Wo ist denn Hedwig? Hedwig? Meine Frau? Die ist zu Hause. Pass mal auf. Jetzt mal was ganz anderes. Ja. Könntest du mir eventuell etwas Geld leihen? Ich dachte so 250 Euro. Selbstverständlich. Also, hier überhaupt kein Problem. Mit dem Sag mal los. Vergnügen ist hier überhaupt kein. Hä? Oh Gott. Oh. Ah, ich weiß das schon. Das oh. Geld hat. Brauchst gar nichts zu sagen. Ich weiß Bescheid. Bitte sagen Sie jetzt nichts. Guck mal hier. Bitte. Bitte sagen Sie meiner Frau nichts. Das wäre katastrophal. Ja, bitte. Okay. Ja? Na? Ja, komm, hau ab den Spaß im Nacken. Aber Hülya, ich habe dir doch gesagt, dass ich um 8 Uhr zu Hause bin. Wieso denn jetzt um 5? Das schaffe ich nicht. Wie Scheidung? Was denn für eine Scheidung? Wieso soll ich mir eine neue Frau suchen? Weißt du was? Genau das werde ich jetzt tun. Und zwar nehme ich mir die Erstbeste, die über den Weg läuft. So sieht's aus. Hülya? Hülya! Ich bin nicht mehr, Benni. Betty? Hallo? Mehmet. Ja, Betty. Wie kommst du denn auf einmal hierher? Ich wohne hier. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, wie lange ist das her, dass wir uns... Sag mal, hast du ein bisschen Zeit oder bist du in Eile? Eigentlich habe ich was vor. 15 Jahre. Das ist jetzt 15 Jahre her, dass wir beide uns... Sag mal, wollen wir uns nicht vielleicht einen Moment hinsetzen oder so? Klar, gerne.
Das ist ein Zeichen. Eine neue suchen. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Du weißt Bescheid. Behalt die Typen im Auge. Also, einmal Spezialbehandlung für unseren Freund, hä? Schon klar. Na, Sportsfreund. Ich wollte dir nur einen Drink auf die Fairness anbieten. Kein Alkohol. Ich habe noch ein Turnier zu gewinnen. Naja, aber gegen so einen Eistee ist doch bestimmt nichts einzuwenden. Mensch. Sag mal, kennen wir uns nicht aus der Uni? Ich dachte auch, dass wir uns schon mal irgendwo gesehen haben. Wie kommt das denn, dass du hier mit den ganzen Gescheiterten, will ich jetzt nicht sagen? Obacht. Das sind alles meine Freunde. Klar, kein Problem. Lass uns lieber einen trinken. Zwei Long Island Iced Tea, bitte. Für meinen Freund. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich möchte jetzt bitte mal 10 Euro setzen auf die Abräumer vom Bau. Sind Sie sich da sicher? Ja, sicher bin ich mir da sicher. Die Wetten auf die Abräumer stehen 1:30. Ich an Ihrer Stelle würde auf die Kampfmänner setzen. Junge Frau, das geht hier nicht ums Geld, das geht hier um Ehre. Hier geht's schon ums Geld. Die Abräumer haben immer noch nicht ihre Startgebühr gezahlt. Und wenn das nicht bald passiert, sind die sowieso disqualifiziert. Einbruch zwecklos? Das wollen wir noch mal sehen. Aber was steckt denn da? Oh, scheiß Ding, rührt meine Kippen nicht raus. Ach, andere Sorgen hast du nicht? Hier, ich habe gehört, dass noch nicht mal die Anmeldegebühr bezahlt ist. Ja, das war so. Also ich war da, aber da war keiner da. Und da habe ich gedacht, na gut, vielleicht ist später jemand da. Kampfmannsfreunde und die Abräumer vom Bau bitte zum Austragungsort kommen. Regel das. Ich gehe schon mal vor nach der Bahn und werf mich warm. Hier, und bring bloß den Kümmel mit, nicht dass er uns da von der Fahne geht. Im Alles klar, alles klar. Also ich bin dann doch beim Bau gelandet. Ingenieur war nichts. All die Jahre studieren. Nee, dann lieber ehrliche Arbeit. Aber ich rede die ganze Zeit von mir, sag mal. Was machst du denn so? Ich bin sozusagen im Hotelgewerbe. Ah, bist du hier angestellt? Nein, ich bin selbstständig. Ich bin nur hier, um zu gucken, was die Konkurrenz so macht. Ah, dann bist du Managerin, wa? Kann man so sehen. Sag mal, Betty, wieso warst du damals eigentlich weg? Wir wollten doch heiraten. Da bist du, was ist denn los mit dir? Wir fangen gleich an, ich bin schon überall am Suchen dran. Oh. Welch schöne Dame. Darf ich vorstellen? Das ist Betty. Wir wollen heiraten. Wir wollten heiraten. Und das ist der Kalle. Das ist der Kassenwart von unserem Team. Oh. Herr Kassenwart, sehr erfreut. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Sagtest du nicht, dass es gleich losgeht? Oh, ich hoffe, dass es gleich losgeht. Entschuldige, Betty. Der Kalle und ich haben heute noch unsere Ehre zu verteidigen. Du verstehst? Aber vielleicht sehen wir uns später noch. Ich bin noch länger hier. Ich bin auch noch etwas länger da. Das würde mich sehr freuen. Bis später dann. Diese Frau ist für mich bestimmt. Hm. Du hast selber gesagt, ich soll mir eine neue suchen. Also lass die Finger von ihr. Mhm. Hey! Sag mal, wo steckt ihr denn? Hier, der ist schon dran. Oliver. Das glaube ich nicht. Der Fifi hat sich gerade 5 Long Island Eis hinter die Binde gekippt. Na, wart mal ab. Das knallt mit Verzögerung. Abräuber, Dampframme! Betty ist eine Traumfrau. Die hat richtig Karriere gemacht. Ich werde nie wieder arbeiten müssen. Du meinst, sie hat Kohle? Ja, was glaubst du denn? Die arbeitet im Hotelgewerbe, als Managerin. Kalle, komm, du bist dran! Ja! Machst du fertig? Worauf du einlassen kannst. Hm.
Nicht schlecht. Wo ist denn Kalle? Hallo, Hallöchen. Die Karrierefrau. Hallo, Hallöchen. Der Herr Kassenwart. Ist es gestattet? Bitte? So lebt man also als Managerin. Ah! Die Scheiße! Na? Immer noch große Schnauze? Was ist los? Ich krieg das Kreuz nicht mehr gerade. Hexenschuss. Und wo hat der Mann mit der dicken Kasse seine Juwelen versteckt? Wo wohl? Wo ein Mann seine Juwelen halt so trägt. Für mich bitte geschüttelt, nicht gerührt. Auf dich, mein Großer. Vielleicht sollten wir uns zunächst mal über einen Preis einigen. Genau dazu wollte ich jetzt kommen. Ah, schön. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau das ist meine Devise. Anders kommt man in der Geschäftswelt auch gar nicht durch. Ich dachte so an 250 Euro. Das ist ein guter Preis. Ich hab so viel zu geben, Baby. Bitte versteh mich nicht falsch. Aber bei mir wird zuerst gezahlt. Gut? Nein! Du Kameradenschwein! So, da hab ich. Levitz! Dein Freund und ich, wir haben doch nur. Das ist nicht mein Freund! Das ist ein Kameradenschwein! Mehmet! Betty, ob du es glaubst oder nicht, eins ist mir jetzt klar geworden. Dass wir beide zusammengehören. Ja. Es tut mir leid, aber das Regelwerk besagt, dass mindestens alle 10 Minuten ein Team einen Wurf machen muss. Ansonsten wird der Durchgang mit 0 Punkten bewertet. Ich mach's. Was? Jetzt wirkt's, Alter. Jetzt wirkt's. Klar, der ist voll wie ein Bissmann. Den Kalle und Kümmel, Mann! Tut mir leid, aber in dem Fall gehen die Punkte auf das Konto der Kampfmänner. Mehmet, du hast da was falsch verstanden. Ich verdiene mein Geld als Prostituierte. Ich bin Hure. Effendim. Ja, ja. Tami, ja? Ja, ich komme jetzt nach Hause. Tami, Tami. Öptim. Oliver, würdest du jetzt bitte mal aufstehen? Da geht jetzt hier um Maloha, verstehst du? Wer seid ihr zwei beiden? Die heilige Dreifaltigkeit. Wollen Sie den Wettkampf nicht doch lieber abbrechen? Was? Vom Weg und die Frage, man kann lieber selbst hier noch doch. Hör mal, was ist los quasi, Modo? Wolltest du nicht schon mal unsere Siegesglocke läuten? Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie dieses Ereignis heute hier dokumentieren. Wir erwarten heute, wie Sie sicherlich schon wissen, unseren
100.000. Gast. Und damit uns dieser Gast aber nicht durch die Lappen geht, haben wir, als das Hotel gebaut wurde, eine Lichtschranke eingebaut mit einem Zähler. Sieben und ich. Hol mich hier raus, ja? Und das ist unser 100.000. Gast. Sauber! So, Mädels, komm, saufen! Yes, saufen! Die 10 Minuten sind um. Damit gibt es eine weitere Nullrunde für die Abräumer. Ja, Ihr Mann hat ein Wochenende für Sie mit Rundumservice in unserem Wellnesshotel erstanden. Ich liebe Sie. Und er lässt ihn ausrichten, er liebt Sie. Man kann nur gewinnen, wenn einer von Ihnen in den nächsten 30 Sekunden alle Neune schafft. 20 Sekunden. Momentchen. Ich bin auch noch da, wohl? Ja, ich wusste ja, dass ich was vergessen hatte. Aber um euch den Arsch zu retten, da bin ich noch immer rechtzeitig, wohl. Moment, da wäre noch was. Jungs, ich glaube, ich muss euch was beichten. Was denn? Das mit der Anmeldegebühr. Was ist damit? Die hat soeben eine Frau Betty für euch gezahlt. Mit einem lieben Gruß an Mehmet. Oh. Ach, wie nett. Die Betty. Und damit sind die Abräumer vom Bau die Sieger des Tages. Julia? Nein, mir geht's schon wieder besser. Ja, ja, war nur der Schock, weil du dich von mir scheiden lassen wolltest. Jo, ich komm wieder nach Hause. Prima. Und nächstes Wochenende, dann machen wir zwei beide schön einen 5-Sterne-Urlaub. Das musst du mir mal sagen. Wie kommt das, dass du jetzt hier alle Neune weghaust und letztes Jahr stellst du so eine Krücke dahin? Ich geb dir gleich Krücke, du. Das war mein Jahrhundertstoß. Alles genau ausgerechnet, wohl. Warum das denn? Ja, weil die Blutsauger von der Knappschaft, die wollten mir meine beiden Hüften nicht mehr bezahlen, die Verbrecher, wohl. Und die Wetten, die standen 10-1 gegen uns. Da kannst du keinen ordentlichen Schnitt machen, nicht? Da habe ich auf die Kampfmänner gesetzt und da durften wir nicht mehr gewinnen, wohl. Aber jetzt, siehst du, jetzt bin ich wieder voll einsatzfähig. Praktikumsbericht. Heute hat es sich bestätigt. Betriebliche Unternehmungen fördern den Teamgeist und die Kommunikation innerhalb der Gruppe und sind so eine Art Sprungbrett in ein neues, noch erfolgreicheres Arbeitsjahr.